So schnell kann es gehen, Leute. Und man befindet sich in Part 31 von Let's Play The Night of the Rabbit. Und wir müssen ja immer noch gucken, was wir hier mit diesem manipulierten weißen Kugel machen. Ein guter Schluck bringt großes Glück. Na, das klingt doch schon viel besser. Das sieht gut aus. Und das müssen wir jetzt hier irgendwo reintun. Aber das geht nicht, oder? Unglück wird über dich kommen, wenn du diese Klappe berührst. Ich wollte nur etwas Staub abwischen. Lügsager. Okay. Wir haben ja, also als ich den letzten Part angeguckt habe, habe ich verstanden, unsere kleine Sumse hier kann den hier ablenken. Also heißt das, ich frage ihn nach meiner Zukunft? Jerrys Können Zukunft? Können Sie mir auch die Zukunft voraussagen? Das macht einen Laubtaler. Kann ich auch später zahlen? Mit 20% Zinsen kannst du bei mir einen Glückskredit beziehen. Pro Jahr? Pro Tag. Du sitzt sowieso gleich in einer Flasche. Wie? Nichts. Kredit klingt gut. Ausgezeichnet. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Ja, mach mal. Dunkle Wolken ziehen über dir auf. Hätte ich ja wissen können. Aber natürlich, das Unglück schon mal folgt dir. Ja, ist ja gut. Glück bleibt dir fremd. Der ist wohl erstmal mit sich selbst beschäftigt. Glücklich wirst du nicht. Nein. Nein. Es Kann ist ich sie deine jetzt gleich Schuld. Reinlegen? Aber du wirst nichts dagegen tun. Springen die Glückskugeln heraus. Unglück wird dir... Ja. Nee, ich glaube, ich brauche den da nochmal. Auf Zukunft voraussagen. Sie mir das kann ich mit Brot. Wie? Nee. Ausgeht die Allwissen. So, ich habe jetzt mal ein bisschen abgekürzt, weil das kennen wir ja schon das x-mal. Dunkle Wolken ziehen über dir auf. Hätte ich ja wissen können. Das Unglück folgt dir. Ja, ist ja gut. Glück bleibt dir fremd. Oh. Er ist wohl erstmal mit sich selbst beschäftigt. Glücklich wirst du nicht. Nein. So, es ist deine Schuld. Aber du wirst nichts dagegen tun. Entschuldige, Sumse. So. Komm her, du schattiges kleines Ding. Jetzt aber, oder? Na, wirst du. Und plopp. Na, wirst du. Okay, jetzt haben wir die Es hat nicht sollen sein. Die manipulierte weiße Kugel da drin. Und jetzt, meine Idee ist nämlich, diesen Blausaft da einzufüllen. Nein, das gehört nicht in mein Fässchen. Und dann soll er ja wahrscheinlich, wenn jetzt für sich die weiß-blaue Kugel zieht, nur nenne ich es mal, soll er ja Blausaft trinken, würde ich mal meinen. Und dann im Glas landen. Aber ich versuch's jetzt einfach mal. Hey du, die eigene Zukunft. Können Sie auch Ihre eigene Zukunft vorhersehen? Selbstverständlich. Wollen wir noch mal sehen. Interessant. Hurra! Es ist eine weiße Zukunftskugel. Diese sagt, ein guter Schluck bringt großes Glück. Wie seltsam. Aber die Kugel hat nie gelogen. Nur, wo bekomme ich so einen Schluck? Okay. Das hier? Nein, das gehört nicht in mein Fässchen. Ach nein, er will immer was ins Fässchen tun. Hallo, hier ist doch eine Flasche mit einem durchsichtigen Schluck. Jene Flasche. Die Kugel führt mich zu ihr. Ich muss sie öffnen, um an mein Glück zu gelangen. Na dann, nur zu. Ich gebe Glück und siehe, mir wird Glück gegeben. Endlich. Viel länger hätte ich den nicht mehr ausgehalten.
Endlich ist er weg. Kitsune! Hokage Seidan sind in dieser Welt. Wie kann das sein? Du kennst sie? Sie waren schon in meiner Welt. Wer sie berührt, wird sich für immer verlaufen. Glaubst du wirklich? Jerry, ich kann meinen Weg nach Hause nicht mehr öffnen. Das waren bestimmt sie. Ich will nach Hause! Kitsune, warte! Weg ist sie. Ach, ja, okay, Kitsune. Ich meine, wir können den Portalbaum wahrscheinlich auch nicht mehr öffnen, oder? Wie ein holziger Korkenzieher. In groß. Ja, jetzt haben wir ja... Wer zuletzt lacht. Momentchen. Hab ich dich. Da guckst du was. Okay, dann gehen wir jetzt mal zu dem Magier. Ich denke, da werden wir Plato bemühen. Nachdem er uns Hallo, noch Jerry. Erfährt. Na, wohin soll es gehen? Zu den Biberbrüdern. Strand. Die meisten der Bewohner von Mauswald sind in einen tiefen Schlaf gefallen. Hinter dem Rasen. Es passierte, nachdem sie mit den seltsamen Fremden gesprochen haben. Zuerst auf geht's. Halt dich fest, Jerry. Ach, da links oben, das wär's doch Bis gewesen. Später. Bin immer verwirrt. So. Ab zum Magier. Und gucken, was der sagt. Hallo, alter Magier. Der Marquis ist verschwunden. Und mein Zuhause auch. Der Marquis. Darum also. Etwas Dunkles hat sich im Herz des Portalsystems festgesetzt. Ich werde versuchen, mehr darüber in Erfahrung zu bringen. Um Mauswald zu helfen und nach Hause zurückzukehren, musst du mir die Echsen bringen. Benutze die Bannflaschen, die ich dir gab. Denk dran, die Echsen selbst müssen sie öffnen. Sonst ergeht es dir wie mir. Und Mauswald und dein Zuhause sind verloren. Ja, schon klar. Ich dachte, du nimmst sie jetzt einfach. Dann geben wir sie dir. Einmal. Du hast die übrigen drei Echsen gefangen. Nun haben wir alle vier. Nun können sie kein Unheil mehr in Mauswald anrichten. Doch sie reisen diesmal im Schatten eines viel größeren Unheils. Etwas Dunkles hat sich im Herz des Portalsystems festgesetzt. Nur ein Baumläufer kann sich diesem Unheil stellen. Nur ein Magier, der vom Marquis ausgebildet wurde. Du allein kannst uns helfen. Ich? Aber... Deine Ausbildung ist fast abgeschlossen. Noch eine letzte Aufgabe steht dir bevor. Wähle deinen Mantel. Hui. Jeder Magier wählt zum Ende seiner Ausbildung einen Mantel, der zu ihm passt. Du hast vier Portale durchschritten. Du hast vier Zauber gelernt. Nun ist auch für dich die Zeit gekommen. Welches Gewand gehört zu dir? Okay. Viele Kleidungsstücke. Unzählige Mäntel und Jacken und Anzüge und Anoraks. Alle scheinen schon mal getragen worden zu sein. Ob es hier wirklich einen passenden Mantel für mich gibt? Oh, Jerry ist groß und dadurch ein bisschen unscharf hier. Ah doch. Was ist das? Viele Kleidungsstücke? Unzählige Mäntel okay. Und Jacken. Ob es hier wirklich einen passenden Mantel für mich gibt? Bestimmt. Roter Mantel. Halt. Ah, wir können nur den roten Mantel nehmen. Dann nehmen wir den mal. Der sieht so ähnlich aus wie der Mantel, den der Marquis trägt. Der ist auf keinen Fall für mich gedacht. Ich hoffe, es geht ihm gut. Es tut mir irgendwie leid, dass ich ihn so angeschrien habe. Mhm. Ah, jetzt können wir den nächsten nehmen. Blau, königsblauer Mantel mit Gold aufsetzen. Der hier sieht aus wie Abenteuer, Spannung und wilde Seeschlachten. Das ist zwar genau mein Ding, aber irgendwie... Nein, ich habe das Gefühl, dass der nicht für mich ist. Das sieht aus wie ein... Ah, wie ein Frack, wollte ich sagen. Schicker getragener Frack. Schnieker Anzug.
Ja, der könnte einem großen Illusionisten gehören. Aber trotzdem, nichts für mich. Sneakeranzug, kunterbuntes Ensemble, das ist aber jetzt ein bisschen übertrieben, oder? Achso, nee, ich dachte, das ist schon der hier. Der hier vielleicht? Hui, mutig, aber ganz bestimmt nicht mein Ding. Gewagte Robe mit Hut. Klassisch. Aber das ist nicht meins. Nee, da stolpert man ja über seinen eigenen Saum. Schlichte karierte Jacke, das wäre doch was, Jerry. Das ist einer von diesen Anzügen, bei dem der Fernseher zu flimmern anfängt, wenn der Moderator im Abendprogramm sowas trägt. Das ist auch nicht meine Jacke. Ja, okay, aber was ist denn das für ein Licht hier? Da fällt Licht durch eine kleine Öffnung. Moment! Ist das ein Schlüsselloch? Sieht fast so aus. Schlüsselloch. Wo es ein Schlüsselloch gibt, gibt es doch sicher auch eine Tür. Oho, und da können wir auch durch. Magier, wo hast du uns hingebracht? Das ist doch mein Zimmer. Bin ich wieder zu Hause? Zurück in meiner Zeit? Wie bin ich denn hierher gekommen? Du träumst, Jerry. Niemand kennt diesen Raum besser als du. Hier existiert er nur vor deinem inneren Auge. Ach so. Und was soll ich dann hier, wenn das alles nur ein Traum ist? Die Wahrheit, die du hier finden wirst. Das Wissen, das du verdrängt hast, ist mehr als real. Wähle deinen Mantel, Jerry. Wähle das Gewand, das zu dir gehört. Meinen Mantel? Wo soll ich denn hier einen Mantel finden? In meinem Zimmer gibt es haufenweise cooles Zeug. Aber Mäntel? Hallo? Herr alter Magier? Keine Antwort. Magie schön und gut, aber an der Kommunikation müssen wir noch arbeiten. Herr alter Magier, finde ich eine schöne Anrede. Ja, der Pyjama vielleicht. Wäsche. Modelle an der Zimmerdecke. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Dies sind die Abenteuer von Jeremias Haselnuss. Zaubernder Raumkadett. Tür? Ich glaube, ich höre den Fernseher im Wohnzimmer. Ob Mama da ist? Die ist zu. Ach was, wenn das hier nur ein Traum ist, dann ist Mama ganz woanders und wartet auf mich. Magierposter, das ist aber hoffentlich nicht der große Zaroff. Die wirken alle gar nicht mehr so großartig. Meine großen Vorbilder. Regal voller Bücher. Super interessant. Meine Bücher über Zauberei und Magie. Und ein paar Bücher mit Geschichten über Zauberer, die Verbrechen lösen. Die sind gar nicht schlecht. Aussortierte Bücher. Wissenschaft ist wahre Magie, sagt Mama immer. Selbst wenn es nicht um Zauberei geht. Trotzdem habe ich ihre alten Schulbücher, die sie mir geschenkt hat, auf den Langweiligstapel gelegt. Ich bin ein Kind. Ich bin schnell gelangweilt. Okay, Jerry. Das fast ordentliche Bett. Aber nur fast. Na gut. Man sieht, dass ich es gemacht habe. Aber immerhin, ich hab's gemacht. Ist da unten? Unter dem Bett? Da ist nichts unter meinem Bett. Oder? Nein, da ist nichts. Mama hatte recht. Ich dachte, da liegt vielleicht ein Mantel, Jerry. Modelle an der Zimmerdecke, die hatten wir schon. Schreibtisch. Oh, da liegen noch Hausaufgaben. Unser Deutschlehrer will, dass wir über die Sommerferien einen staubtrockenen Roman von Anno Schießmichtot lesen und zusammenfassen. Naja, morgen Abend habe ich ja auch noch Zeit. Wahrscheinlich. Leere Schultasche. Ich habe meine Schultasche immer noch nicht gepackt. Nicht einmal im Traum. Wenn ich nur endlich wieder nach Hause komme. Ich würde sie packen. Ich würde sie sofort packen.
Ja, die Abenteuer des Jeremias Haselnuss könnten wir hier verfassen. Gut, wo geht's denn in diese Tür? Schiebetür. Ein Kleiderschrank. Nein, ein Regal. Brettspiele, Sportsachen, alte Bilderbücher und meine Comicsammlung. Meine Güte! Die nächste Ausgabe von Dimension Y wird sicher fantastisch. Ob die Krokodilsmenschen nun wirklich London angreifen werden? Gute Frage. Brettspiele. Ach so. Alt und... Meine... Die nächste... Ja. Teppich mit Autobahnmuster. Früher habe ich da Spielzeugautos fahren lassen und mich immer gefragt, warum echte Autobahnen nicht aus Teppich sind. Nett. Fenster. Draußen ist es dunkel. Oh, hat sich da draußen etwas bewegt? Für einen Moment sah es so aus, als ob da ein Schatten am Fenster vorbeihuscht. Vielleicht war das nur meine Einbildung. Früher hatte ich immer Angst, dass Außerirdische mit großen mandelförmigen Augen in mein Fenster glotzen. Und mich mitnehmen. Zu viel Fernsehen, sagt Mama immer. Ja, wo habe ich denn noch nicht nachgesehen? Teppich mit Autobahn. Da oben. Sterne, die im Dunkeln leuchten. Ach, ich liebe Sachen, die im Dunkeln leuchten. Da wird mir immer warm ums Herz. Schön. Hier, Fenster, das haben wir schon. Ja, wir haben doch alles. Nein, da ist noch was. Ecke des Teppichs. Lagernische. Ist eine Falltür, oder? Stimmt ja. Hier gibt es noch eine Lagernische. Mama sagt, hier sollte ursprünglich eine zweite Kellertreppe rein. Jetzt stehen hier nur ein paar verstaubte Kartons. Verstaubte Kartons, sag ich ja. Und Comics, Stapel mit Zeitschriften. Die bunte Welt des Wissens. Ich glaube, Mama hat die gesammelt, als sie klein war. Ich hab das alles schon mal durchstöbert. Damals dachte man, wir hätten heute alle Propeller auf dem Rücken und würden zur Arbeit fliegen. Hoffentlich ist es soweit, wenn ich erwachsen bin. Nett. Muffiger Pappkarton. Da ist bestimmt nur altes Zeugs drin. Oh, was ist das? Eine alte Lederjacke. Ich habe sie noch nie gesehen. Aber irgendetwas sagt mir... Ja, ich kenne sie. Wähle deinen Mantel, Jerry. Das ist meine Jacke. Wähle das Gewand, das zu dir gehört. Dieses Gewand gehört zu mir. Meine Jacke, sie ist fort. Es war nur ein Traum. Doch du hast gewählt. Du bist ein Baumläufer. Magier. Aber dieser Mantel, er... Du beginnst dich zu erinnern. Wem gehörte dieser Mantel, Jerry? Ich... Es ist wie ein Loch in meinen Erinnerungen. Da ist jemand. Ich habe ihn auch an den Portalbäumen gesehen. Er hat mich gerufen. Wer war das? Ich. Sieh dir diese Karte an. Mein Vater. Es ist mein Vater. Oh nein, wie konnte ich ihn vergessen? Wo ist er? Ich habe es gesehen. Etwas ist in deine Welt eingetreten, Jerry. Hat nach einem Anfang gesucht. Doch als es in eure Welt kam, musste etwas anderes gehen. Dein Vater wurde aus eurer Welt gerissen. Und sogar aus der Erinnerung seiner Familie. Oh nein! Wo ist er jetzt? Er irrt im Raum zwischen den Welten umher. Dort, wo die Grenzen verwischen, an den Portalen. Konntest du seine Existenz spüren? Es gibt nur einen Weg, ihm zu helfen. Nur einen Weg. Viel Glück. Ich hoffe, seine Geschichte hat ein gutes Ende. Die Halle der
Schüler, was machen wir hier? Wir müssen zur Lichtung des ersten Baumes vordringen. Zur Lichtung des ersten Baumes? Die Zeichen waren offensichtlich. Doch ich habe sie viel zu lange übersehen. Welche Zeichen? Die Poster. Die Echsen. Ein Bann wurde über den ersten Baum verhängt. Ein verbotener Zauber, der sich in alle Portalwelten verbreitet. Die Poster? Stimmt. Die Mauswalder waren wie besessen von der Idee, den großen Zarow zu sehen. Aber niemand wusste, wo er ist. Er muss auf der Lichtung des ersten Baumes einen Bannspruch gewirkt haben. Über die Vereinnahmung des ersten Baumes hat sich Zarow zu einer alternativlosen Idee gemacht, die sich wie ein Virus verbreitet. Das Echsenkonsortium hat diese Situation ausgenutzt. Den Wahn der Bewohner von Morswald. Und nun zieht er sie in ihren Träumen auf die Lichtung des ersten Baumes. Der Marquis wusste davon. Das war also die Gefahr, von der er gesprochen hat. Aber warum ist er verschwunden? Wir müssen den Bann des Zarow brechen. Nur dann können wir die Bewohner der Portalwelten retten und das Gleichgewicht wiederherstellen. Nur dann wird dich dein Portal nach Hause führen können. Nur dann wird dein Vater seinen Weg zurück in deine Welt finden. Was muss ich tun? Die Halle der Schüler bestätigt, was ich schon lange weiß. Du bist ein wahrer Baumläufer. Deine Ausbildung ist abgeschlossen. Du musst das fünfte Portal finden. Die Baumläufer haben es jedoch versiegelt. In dieser Halle ist ein Tonträger versteckt. Er ist der Schlüssel, um den Weg zur Lichtung des ersten Baumes zu öffnen. Mit ihm lassen sich Klänge transportieren. Ich werde im Aktivschlaf versuchen, auf die Lichtung vorzudringen. Ich hoffe, wir werden uns dort treffen. Ich wünsche Glück. Beeil dich, bevor es zu spät ist. Okay, Leute. Aber was wir da genau tun müssen, um zu dieser Lichtung zu kommen, das sehen wir dann am Anfang vom nächsten Part von Let's Play The Night of the Rabbit. Bis dahin. Ciao.